Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch. Ich bin der Zwergenfürst und ich begrüße euch zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst mit mir. Ja, im letzten Part, in Part 10, haben wir die Insel-Herausforderung Nummer 1 geschafft und nun geht es hier aus der Vegetationshöhle raus in das nächste Abenteuer. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elima. Auf den Inseln der Alola-Region wirst du immer wieder mal auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf einer Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du alles verstanden? Dann sieh jetzt zu und bestaune die Zauberkräfte von Captain Elimar. Bling! Der Weg ist nicht mehr versperrt. Er wird nicht mehr gehalten von Captain Elima. Und Captain Elima hält ihn nicht mehr. Voilà! Und schon ist deine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Melemele bin ich der einzige Captain. Sprich, es gibt hier auch nur diese eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Haller Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Und da kommt schon Professor Kukui und möchte uns eine weitere Unterweisung in seine Künste der Attacken geben oder so ähnlich. Oh, Zwergenfürst, Elimas Gesicht nachzuurteilen, hast du deine erste Prüfung bestanden? Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säusestimme die Selbstkraft. Okay, dann sprechen wir auch eine Säusestimme. Wähle zunächst einen Zed-Kristall in deiner Zed-Kristalltasche aus. Wende diesen Zed-Kristall als nächstes auf ein passendes Pokémon an. Der ausgewählte Zed-Kristall zeigt Wirkung, wenn dein Pokémon Attacken dessen Typs hat. Gibst du einem Pokémon einen Zed-Kristall zum Tragen, kann es im Kampf die Zed-Kraft einsetzen. Die Zed-Kristalle werden übrigens nicht verbraucht. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Ich habe mein Bestes gegeben. Schau mir gut zu. Och nö, nicht schon wieder eine Demo. Okay, jetzt schauen wir mal zu, wie Professor Kukui die Zed-Attacke einsetzt. Wuffels! Ach süß! Kleines Hühnchen. Oh, ist das dein Ernst? Sieh zu und staune! Zed-Attacke aktiviert! Hyper irgendwas. Genau so. Der Move. Wuffels nimmt alle seine Kraft zusammen und setzt Zed-Attacke, ein Hyper-Sprint-Angriff. Bam! So. K.O.-Attacke. Wenn man es so nennen will. Puh, durch die Selbstkraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken an
auf sein Pokémon. Also, Gedankenübertragung. Ja, macht Sinn. Und das laugt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Ist das alles, was Ihnen auf den Herz liegt, Professor? Oh, Schreck. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich habe Lily auf Route 3 aus den Augen verloren. Nun würdest du sie bitte für mich suchen gehen, Zwergenfürst. Und dann werde ich zur Sicherheit noch einmal in der Höhle nachsehen. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nach ihr suchen. Und ich soll jetzt dir folgen und hier auf Route 3 gehen. Route 3, genau. Das war meine Mission. Und was ist mit dir? Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, stürzte auf einmal ein Vogel-Pokémon auf mich. Ein Glück, dass es so süß war. Mal gucken, wie es meinem Pokémon geht. Den geht super, die waren wieder vollkommen aufgeladen. Route 3, nimm dich vor den Pokémon in der Luft in Acht. Okay, dann werde ich mal den Weg hier nehmen. Oha, da ist ein Trainer. Konnten wir überwinden. Ich glaube, wir müssen mal uns den Trainern stellen. Das ist, glaube ich, das Beste, weil unsere Pokémon werden nicht trainiert. Ein Wommel wild erscheint. Los, John. Stimmt, ja, das hat sich im letzten Part entwickelt. Na super. Hole ich mir das Wommel? Was ist denn das vom Typ her, das Wommel? Kann ich das mal angucken? Das ist ein Weibchen. Stimmt. Bräuchte jetzt, glaube ich. Ja, ich bräuchte ein Männchen. Das nächste Pokémon ist ein Männchen, also ich fliehe mal lieber. Wir brauchen nämlich noch einen Partner für Lea, die dritte. Lily ist ja jetzt mit John liiert und ja. Bleibt dann nur noch Lily. Lily ist mit John liiert und jetzt brauchen wir einen Ehepartner für die Werte Lea. Das wird kein Habitat sein. Ganz bestimmt nicht. Eigentlich bräuchte ich jetzt mal einen Pflanzen-Pokémon und einen Wasser-Pokémon bräuchte ich noch, damit mein Team halbwegs vollständig ist. Müsste auch mal Lea trainieren, die ist Level 10. Okay, ich habe mal Lea getauscht, dass die jetzt in den Kampf kämpfen kann. Das ist jetzt problematisch, weil ich kann keinen tauschen, aber das wird schon. Sie hat keinen Partner, mit dem sie tauschen kann. John und Lee sind jetzt hier tabu, aber gut. Ist ja auch nur ein Pokémon. Da kriegst du hin, Lea. Ja, ich denke, das kriegst du hin. Das dürftest du hinkriegen gegen einen Enton. Kampf! Ich setze einfach mal besser ein. Oh, ein Enton wäre ein Wasser-Pokémon, das ich fangen könnte, aber da das ein Trainerkampf ist. Ja. Oh, sachte. Sachte. Wir wollen nicht, dass Lea 3 schon wieder drauf geht. Tränke habe ich zum Glück genug dabei. Auf Lea 3 anwenden. Hui, das wird wieder ein seltsamer Kampf. Aquaknarre. Hätte eigentlich wissen sollen, dass Mauzi dem Typ Wasser gegenüber nicht sehr effektiv ist. Ich riskiere es und setze nochmal Biss ein. Ja. Huh, ha. Habe ich geschafft. Nochmal Trank einsetzen und zack.
mit ein bisschen Taktik könnten wir es dann doch schaffen. Aqua Knarre, bitte keinen Volltreffer. Oha, es ist sehr riskant. Setz mal Kratzer ein. Es ist wirklich sehr riskant. Nein! Aqua Knarre. Komm, halt aus! Ja, komm. Das lassen wir jetzt mal gelten. Ja, ich kann prinzipiell den Regeln nach nicht tauschen, deshalb, ja. Ich wechsle mal zu John, das muss jetzt hier einfach mal gehen, weil Mozi ist besiegt. Das müssen wir jetzt mal gelten lassen, weil ich kann wirklich nicht in jedem Part ein neues Mauzi fangen. Das ist dann irgendwie dann. Geht dann glaube ich auch nicht. Ich glaube, das befreien wir jetzt mal. Es hat kommen, es war ein guter Kampf. Wir hätten es geschafft. Prinzipiell. Ich komme mal schnell. Ich heile das Mauzi mal schnell. Ja, das wäre ja Schwachsinn, wenn wir hier in jedem Part neue Mauzis. Ja, das ist Schwachsinn mit den Mauzis. Ich glaube, über die Regel mit der RIP-Box können wir da reden, wenn wir volle Partnerschaften haben. Also, wenn wir drei Ehen haben, 6 Pokémon, A3 Ehen. Ja, komm. Mauzi kämpft weiter, das ist 13. Ja, habe ich noch nicht getauscht. Versucht es mal tot zu beißen. Ist auch ein Pflanzen-Pokémon, aber weiblich. Nicht doch. Und wenn ist denn das hier? Ich tausche zu John, das ist. Hat mich doch hier einfach überrumpelt. Lea kommt zurück, los zu John. Wir halten die Regeln dann ein, wenn wir ein tolles Team haben. Wir haben aktuell 3 Pokémon. Das ist. Lässt sich jetzt noch nicht machen. Ich kann nicht. Jeden Part, wie gesagt, ich kann nicht jeden Part ein neues Pokémon fangen. Das wäre einfach zu scheiße. Lea erreicht Level 11. Okay, das hat auch geholfen. Wir trainieren erstmal die Pokémon ein bisschen. Und dann sammeln wir erstmal ein komplettes Team. Und dann sehen wir weiter, wie es mit den Redlock-Regeln aussieht. So. Sieht ganz schön dann berührungsmäßig aus. Oh, da ist schon der Professor Kukui. Lee ist kein Trainer und kann eigentlich gar nicht sonderlich weit gekommen sein. Ich mache mir Sorgen um sie. Wo ist sie nur hin? Also hier ist sie nicht. Alternativ könnte sie hier sein, aber da komme ich gerade nicht durch. Müsste ein Pokémon zertrümmern. Oh, vielleicht finde ich hier ein Team-Pokémon für Lea. Heute ist die große Suche nach einem Team-Pokémon. Für Lea. Hier. Fangen wir einen Team-Pokémon. Ne, das ist weiblich. Das geht nicht. Es sei denn, du bist in einer Stadt. Und das bist du gerade nicht, Lea. Bummel. Wenn es ein männliches ist, könnten wir es rein theoretisch fangen. Es ist ein männliches, es ist sogar Level 12. Versuchen wir es. Versuchen wir es zu fangen. Wenn es ein Pflanzen-Pokémon ist, dann. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Was für ein Typ ein Wommel ist. Sieht aus wie eine Biene, also wie eine Hummel. Um genau zu sein. Aber ich glaube Flugpflanze oder sowas
setz mal Biss ein, weil das ist nicht sehr effektiv. Wir wollen es ja nicht töten. Wir wollen es fangen. Ja. Stachelspore. Ja, das ist eine Attacke, die, glaube ich, dem Typ Blatt angehört. Ja, ich glaube, ja. Ich bin mir fast sicher. Oder Elektro. Paralyse. Könnte auch vom Elektro stammen. Nein! Zack. So, ich glaube, jetzt können wir es fangen. Nein! Puh, Flucht gescheitert. Nein. Nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen. Oh nein. Fangen wir es halt mit einem anderen Pokémon. Nächstes Pokémon rufen. Ja, wie gesagt, Wetzlock können wir mit drei Pokémon im Team noch nicht machen. Ich berufe mich jetzt mal darauf. So, Lilly. Wirfen den Pokéball. Nee, ich muss den Pokéball werfen. Du musst nur da stehen. Zack, Pokéball. Partner für Lea. Zack. 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 Und zack. Geil. Klasse. Wummel wurde gefangen. Jetzt will ich aber sehen, was das für ein Pokémon ist. Ein paar LP-Punkte für Lilly. Wummel einen Eintrag in Pokédex angelegt. Wummel. Registriert. Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, gleich mal genauer an. Genau das habe ich vor. Es ist Käferfee. Ja, kann man gelten lassen, das sind so Pflanzen. Was, Wommel ist männlich und weiblich? Nee, nur männlich. Gibt's in männlich und weiblich? Meine Pose. Hui! 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 Zack, zack! Ein süßer Ruf. Ja. Wollen wir einen Spitznamen geben? Ja, sollen wir einen Spitznamen geben? Männlicher Name für eine Biene. Ich wäre ja für Dagi Bee, wenn's jetzt ein Weibchen wäre, aber. Du kriegst jetzt einen ganz asozialen Namen. Naja, du heißt jetzt Karl. Entschuldigung an alle Karls, die sich jetzt angesprochen fühlen. Habe ich nicht so gemeint. Karl. Gustav ist noch ein schöner Name. Erik. So, Karl, willkommen im Team. Wieso habe ich asozial gesagt? Ich meinte es so gar nicht. So. So. Heute wird wieder gefeiert. Lea wird mit Karl verheiratet. Lea und Karl. Mene Blumenmeer. Und wer ist da? Wen finden wir dort? Dann wusste ich doch, dass die sich in der Höhle versteckt. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück. Ah, Zwergenfürst. Wölkchen ist gerade auf und davon. Einfach ab durch die Blumen hier. Und ich soll es für dich retten. Sidequest. Und das, obwohl es gerade erst die furchtbaren Erlebnisse auf der Brücke hatte. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Könntest du es bitte für mich retten? Na natürlich, ich rette es doch gerne für dich. Ein wildes Pokémon erscheint. Was ist denn das für ein Vogel? Was ist denn das für ein Vogel? Ein Kuriogel. Ein Kuriogel. Nee, danke. Ich brauche kein Kuriogel. Ist mir ein bisschen zu kurios.
Noch so ein Choreoge. In Seifkun. Ja, das Pokémon ist schon alt. Das kennt man schon aus den Starter Edition. Kennt man schon aus Diamant. Und vielleicht sogar viel früher. Hier ist ein bisschen gelb hier heute. Hier gibt es ein Item. Du findest das Item. Netzball. Netzball wurde in der Itemstasche verstopft. Sü. Jetzt mal hier runter. Wieder durchs Feldchen. Noch einen Pokémon begegnen. Noch ein Vogel. Oh, ein Wommel. Ist ja kein Vogel. Haben wir schon. Sogar ein Level höher. Zack, hier hoch und dann haben wir dich doch. Ja, kommst du mal her. Nicht einfach abhauen. Hier, ich hab dein Dingens wieder. Du bist mir vielleicht eins. Danke, Zwergfürst. Und deinem Mietzunder sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Was passiert so? Ich habe einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Choriogel je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sich dabei durchlaufen handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Nur weil nicht so viele Menschen sind, kannst du nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Die immer mit ihrem Wölkchen. Was auch immer das für ein Pokémon ist. Was ist das für ein Pokémon? Stand bestimmt irgendwo. Ich hab's nicht mitbekommen. Schreibt's mal in die Kommentare. Hey, Zwergenforst. Oh, Lilly ist auch mit dir unterwegs. Und was machst du hier, Tani? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Zwergenfürst, ich will herausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Genau jetzt oder können wir das auf einen nächsten Part verschieben? Einmal muss es jetzt sein. Guck mal, Trainer Tadi setzt Pikachu ein. Oh, Pikachu, ich muss mir unbedingt mal demnächst ein Pikachu finden. Mir ein Pikachu finden? Okay, ja. So ungefähr. Ja, los, John Asher ist ein. Verstehst du, Pikachu ein Aschern. Nee, war nicht lustig. Zoom, wenn du nur noch Schleckerin, dann habe ich sie besiegt. So, zack. Totgeschleckt. Zack. Yep. Pokémon-Trainer Tani setzt als nächstes Sports ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, ich möchte das. Wer schwachsinnig nicht? Die Hintergrundmusik erinnert mich an ein Spiel, was ich letztens mal im Trailer gesehen habe. Woran erinnert mich das? Ich habe da irgendwo mal Trailer gesehen hier. Hier. Warte, ich hab's gleich. Irgendwas mit N. New Style Boutiques 2. Ja, genau. Hört mal hin. Ganz diskret erinnert mich das daran. So, Bautz besiegt. Das ging ein Feuerpunkt mal nicht wirklich effektiv. Ja, wurde besiegt. Das ging aber schnell. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, was meine Pokémon sonst noch alles drauf haben. Z-
Zwergfürst gewinnt 280 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Tadi, der eigentlich nicht der Rivale ist, hervor. Ich glaube, der nennt sich hier nicht Rivale. Wir haben beide den Herrscher besiegt, Zwergfürst. Wir sind also ziemlich stark. Naja, ich bin stark, du bist... Naja. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich jemals gegen Opti gewinnen werde. Ha, ich wusste doch, dass ich dich auf dich zählen kann, Zwergfürst. Danke, dass du Lili gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tadi. Ja, und mir? Ich habe die auch. Achso, stimmt, hat mir schon gratuliert. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar, hehehe. Sicher reibt sich Haller jetzt vor Freude auch schon die Hände. Hahaha, was mein... wie meinen Sie das? Achso, das war Lilly. Naja, es gehört auch noch zur Prüfung. Wer die Prüfungen einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen meinen Inselkönig oder einen Inselkönig nennt man dann die große Prüfung. Also nicht die kleine Prüfung, sondern die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt so fertig? Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nichts wie auf nach Lilie. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Ja, aber erst im nächsten Part. Zu diesem Part machen wir jetzt hier auf Route 3 Schluss und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Däumchen nach oben, sollte das der Fall sein. Abo dalassen, solltet ihr neu auf meiner Kanalseite sein und ja nicht den nächsten Part verpassen wollen. Und ja, hier sind noch ein paar Videos verlinkt. Die könnt ihr euch gerne reinziehen, wenn euch jetzt langweilig ist und ihr noch ein bisschen Unterhaltung braucht. Und dann, ja, gehabt euch wohl bis zum nächsten Part hier von der Brücke. Adios!